Hallo und herzlich willkommen bei Fräuchen gesucht im Tierheim Gießen. Heute möchte ich Ihnen Bahia vorstellen. Bahia ist jetzt einige Wochen bei uns hier im Tierheim und eine wunderschöne, knapp 2 Jahre alte Labrador-Hütehund-Mischlingshündin. Ich finde sie unglaublich toll. Sie eignet sich auf jeden Fall für Sportarten. Sie ist eine freundliche Hündin, die, als sie allerdings ins Tierheim hier kam, sehr unsicher war und auch recht misstrauisch mit Menschen. Sie hat auf jeden Fall schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Es gibt ja Hunde, die sind unsicher oder ängstlich, weil sie nichts kennengelernt haben. Hier ist aber ganz klar in ihrem Verhalten zu spüren, dass sie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Sie ist teilweise schreckhaft und wenn jemand mit der Hand kommt, das gruselt sie. Also irgendwas muss da passiert sein. Mittlerweile hat sich das aber schon ganz gut entwickelt. Sie ist viel freier geworden. Sie kann auch eine ganze Menge. Sie hat einen ganz guten Grundgehorsam. Sitz und Platz sind natürlich ganz leichte Übungen für sie. Sie kann apportieren, sie liebt Wasser und auch im Winter war sie ganz glücklich, wenn sie durch den Schnee flitzen dürfte. Aber sie kann auch noch Türen aufmachen. Das ist natürlich ein kleines Problem. Wenn sie zu ihnen nach Hause einzieht, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, die Türgriffe nach unten zu stellen, denn dann schafft es der klügste Hund nicht mehr, die Tür aufzubekommen. Ich hoffe sehr, dass ich das Interesse für diese überaus freundliche, nette Hündin wecken konnte. Wir suchen etwas erfahrenere Menschen mit etwas älteren Kindern und ich hoffe bald, dass sie hier aus dem Tierheim ausziehen darf. Schauen Sie doch einfach mal bei uns herein. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail. Mittwochs, freitags und samstags haben wir immer zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.